Nicht hier passiert. Ich glaube aber auch, der Benny Hendrix kann da mehr zu sagen als ich. Der hat da irgendwie so gegen mich geackert im Spiel gegen Leipzig, dass ich mir da ein kleines blaues Auge zugezogen habe. Er sagt zwar, er ist unschuldig, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Aber halb so wild. Vielleicht bekommen wir ja nochmal die Chance, Benny selbst zu fragen. Wir sprechen darüber. Wir sind auch mit einem richtigen Scheißgefühl letztes Jahr in die Sommerpause gegangen, weil das natürlich alles überhaupt nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wir wissen ganz genau, wie viel auf dem Spiel steht. Wir stehen auch beim Trainer so ein bisschen in der Schuld, weil wir diejenigen sind, die auf den Platz gehen und die Resultate erzielen müssen. Und das wollen wir jetzt unbedingt machen, erst gegen Japan, dann gegen Frankreich. Ich bleibe nach wie vor bei meiner Aussage, dass wir eine unfassbare Qualität haben. Verstehe aber auch jeden, der aktuell nicht so wirklich daran glaubt. Und an uns liegt es jetzt, das zu verändern. Du hast es richtig gesagt, wir müssen eine Aufbruchsstimmung erzeugen, wir müssen wieder die Nation hinter uns bekommen. Das geht nur über Resultate, das geht nur über gute Leistung. Und dementsprechend ist sich jeder hier, und das kann ich jedem versichern in der Nationalmannschaft, der Lage und der Ernst der Lage bewusst. Und wir müssen liefern, und das werden wir tun.